Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Helden und Heldinnen da draußen. Du bist der Held in deiner Welt, Coaching Podcast wieder mit mir, Uwe Pettenberg. 20 Jahre Coaching Know-how jetzt für deine Ohren. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit dem Podcast Nummer 71, Endlich ohne Angst. Und es ist mir ein Herzensbedürfnis, denn es ist unvorstellbar, wie viele Menschen mehr oder weniger intensiv von der Angst geprägt sind. Und ich möchte mit diesem Podcast einen weiteren Anstoß geben, dass das nicht für immer so bleiben muss. Und wir alle können uns von unserer überflüssigen Angst befreien. Denn Angst oder Liebe, das ist die große Frage. Das ist die einzige Entscheidung, die du wirklich treffen musst. Ein ganzes Leben lang. Und auch täglich und stündlich. Denn alles, was du dir wirklich von Herzen wünschst, ist genau hinter deiner Angst. Angst ist Starre, Liebe bringt dich in den Fluss. Wie bei unserem Computer, 0 oder 1, Stillstand oder Fluss. Doch warum fällt uns Angst scheinbar viel leichter als Liebe? Also warum fällt uns die Starre schwerer als der Fluss? Es ist die Bequemlichkeit wahrscheinlich. Aber lass mich dich in diesem Podcast systemisch begleiten, gepaart mit einer wunderbaren Visualisierung, die dich von deiner Angst befreit. Ja, und Angst oder Liebe, das ist natürlich auch das große Thema bei unseren Tagesseminaren. Das nächste findet am 12. Oktober in Frankfurt statt. Und da geht es genau um dieses Thema. Und bei der Heldentour 2019 im Frühjahr hatte ich sogar E-Mails bekommen und es hat mich total gefreut, dass Teilnehmer geschrieben haben, sie haben sich jetzt von der Angst wirklich befreien können. Nach diesem einen Tag macht mich total happy. Also wenn du Lust hast, wenn du weitermachen möchtest, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich lade dich herzlich ein, am 12. Oktober zu unserem Tagesseminar zu kommen. Wenn du dich vorbereiten möchtest, habe ich noch ein schönes Geschenk für dich. Unter www.pettenberg.de/audiobuch kommst du auf eine wunderbare Seite, die dich über das kostenlose Audiobuch informiert. Schau dir die Seite an, du siehst die ganzen Inhalte und dann kannst du dich mit einem Klick in das Audiobuch einloggen. Und da gibt es noch ganz viele Themen dazu und auch natürlich eine Traumreise, eine Visualisierung, systemische Bearbeitung, auch zum Thema Angst und auch die Schlüsselcoachings davor. Also da ist ganz viel dabei, kostenfrei für dich. Also kein Abo oder irgend so ein Zeugs, das mag ich nicht. Wenn du dich auf www.pettenberg.de/audiobuch einloggst, dann ist das völlig kostenfrei. Aber jetzt erstmal ganz viel Freude mit diesem Podcast Nummer 71, Endlich ohne Angst. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 71, Endlich ohne Angst. Und wie im Intro schon angesprochen, ist meine tiefe Überzeugung, alles, was du dir wünschst, alles, was du dir vom Leben vorstellst, ist tatsächlich hinter deiner Angst. Die Angst ist keine Blockade, sondern es ist ein überwindbares Hindernis. Und das Spannende ist, jetzt habe ich ja über 2.500 Teilnehmer schon begleitet, je mehr wir uns Gedanken um die Angst machen und je deutlicher wir unsere Angst erkennen und sie definieren, aber nicht bearbeiten, desto größer wird die Hürde. Das ist wie eine Mauer, die tatsächlich Stein für Stein immer wieder deutlicher wächst und die immer unüberwindbarer scheint. Und das ist wirklich spannend, weil wenn wir was tun, wenn wir der Angst wirklich ins Auge blicken, dann verliert dieser Schrecken seine Kraft. Es ist unvorstellbar, man glaubt es kaum, aber selbst bei Panikattacken, und ich habe ja immer wieder mal Teilnehmer, denen sowas widerfährt, selbst dann ist die Panikattacke zu reduzieren, die dauert in der Regel maximal 20 Minuten. Das ist die Hölle für den, der es hat. Natürlich, der glaubt wirklich, es ist jetzt vorbei. Aber die können tatsächlich deutlich reduziert werden, wenn ich dieser Angst ins
Auge blicke. Und was heißt das? Ins Auge blicken heißt, ich nehme dich an, ich akzeptiere. Das ist wie bei allen Entscheidungen, wie bei allen Dingen, die ich im Leben zum Besseren wenden möchte und muss. Ich muss es erstmal mich sozusagen akzeptieren. Ich muss mich entscheiden, dass genau jetzt so richtig ist. Und so wie ich die Angst akzeptiere, dass die Angst eben da ist, kann sie auch gehen. Also gehen wir mal davon aus, dass die Angst ja einen bestimmten Grund hat. Wir kommen später noch systemisch drauf, was da alles dahinter sein kann, aber sie hat einen Grund. Und ich muss die Angst nicht verteufeln. Der René Bourbonus sagt immer so schön, Nervosität ist kein Grund, nervös zu sein. Und ich möchte das erweitern. Angst zu haben ist kein Grund, Angst zu haben. Wir machen es nur größer. Wenn wir uns darauf konzentrieren und die Angst, den Schrecken erwarten, dann muss sie größer werden. Und die Wahrheit ist, dass wir im Grunde genommen tagtäglich zwischen Angst entscheiden können und dem Gegenspieler, nämlich der Liebe. Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Grundmotivationen, zwei Grundgefühle, zwei ganz große Grundgefühle, nämlich Angst und Liebe. Das erfahren alle Teilnehmer im Kurs. Du bist der Held in deiner Welt. Da geht es nämlich ganz deutlich um diese beiden Aspekte, sich diesen Aspekten gewahr zu werden. Und die Angst ist immer natürlich deutlicher vertreten. Also ich halte mich immer eher zurück. Und die Angst ist starre mit all den Abgesandten. Das ist Unfrieden, das ist Krieg, das ist Hass, das ist Neid, das ist Eifersucht. Das ist ja alles, was uns eigentlich negativ beeinflusst. Und wenn man den Medien vertraut, dann ist leider auch das, was in den Medien gut funktioniert, nämlich die Angst, Angst und Schrecken, das wollen wir lesen. Wir wollen dann sehen, dass es den anderen noch schlechter geht, dass da noch was Schlimmeres passiert als uns. Das möchte gern unser limbisches System. Also die Angst verkauft sich auch gut. Wir sind sozusagen Angstkinder. Unsere Kinderseele ist an Angst gewöhnt. Und einer meiner besten Freunde wurde auch immer Angst eingetrieben, wenn er was Böses gesagt hat. Dann wurde ihm immer erzählt, dann kommt die Polizei schon und die wird dir schon zeigen, was Sache ist. Und vielleicht hat die auch einen Schlagprügel dabei etc. Also das heißt, früher in meiner Generation wurden Kinder sogar immer mit dem Thema Angst erzogen. Heute ist es glücklicherweise ein Stück weit anders. Man versucht, Kinder zu verstehen, man geht auf Augenhöhe mit ihnen, gerade wenn sie noch kleiner sind, und versucht, in die Liebe zu gehen, sie zu verstehen. Da hat sich glücklicherweise viel verändert. Aber die Liebe und die Abgesandten davon, was sind die? Frieden, Mut, Vertrauen, Erlaubnis, Glückseligkeit, Harmonie, Beziehung, Partnerschaft und so weiter und so fort. Also wir sind in diesem Kosmos eben Angst oder Liebe. Und du kannst zu jeder Zeit immer entscheiden. Und du entscheidest auch jetzt, wenn du den Podcast hörst, wenn du die Entscheidung triffst, ja, höre ich den jetzt weiter, bringt der mir was, bringt der mir nichts, oder mache ich etwas anderes etc., dann kannst du auch schon sagen, bist du jetzt in der Liebe, im Vertrauen, oder bist du eher in der Angst und denkst dir, boah, das bringt mir nichts oder das hat noch nie was gebracht, solche Podcasts zu hören oder der Typ weiß eh alles besser oder was auch immer. Ja? Wo bist du da unterwegs? Und du erlebst es auch im Supermarkt. Das ist mal ein liebevolles Beispiel, wenn du eine Schokolade kaufst. Geh in den Supermarkt und du sagst dir, boah, ich gönne mir jetzt eine Schokolade. Das ist voll in der Liebe. Und dann bist du vor dem Regal, hast eine große Auswahl. Dann denkst du dir, boah, jetzt gibt es da die Suchard für vielleicht 98 Cent. Und dann gibt es die Lindor für 1,98. Ja, Angst oder Liebe? Habe ich Angst um mein Geld, dann muss ich die günstigere nehmen. Vielleicht sogar eine Eigenmarke von bestimmten Supermärkten. Die ist dann noch günstiger. Oder ich bin in der Liebe und nehme den Lindor. Ich liebe Lindor. So. Oder du bist wieder in der Angst und sagst, boah, Hüftgold, bringt nichts. Ich werde fett, dann kann ich mich gar nicht mehr bewegen und so weiter und so fort. Also, du kannst zu jeder Zeit entscheiden. Du kannst aber auch sagen, ja, ich nehme die teure Lindor und ich setze mich jetzt in die Sonne und vielleicht mit einem Cappuccino oder einem Espresso dazu und die genieße ich Stückchen für Stückchen. Und du wirst merken, je langsamer du die isst, du wirst sie gar nicht ganz aufessen, brauchst du gar nicht. Du hast dir nämlich was Schönes gegönnt. Das ist dann in der Liebe. Also, du merkst, ich komme ins Schwelgen. Ich könnte mir vorstellen, ich kriege gleich einen wässrigen Mund. Am liebsten hätte ich jetzt auch eine Schokolade. Geht aber nicht, ja. Ich möchte mit dir den Podcast ja fertig bringen. Also, wichtig ist mir, der Angst in die Augen blicken. Und ich lade jetzt gleich mal ein für eine kleine Visualisierung, nämlich die Idee, die Angst einfach mal neben dich zu stellen.
Und ich lade dich jetzt ein, das kannst du dich bitte nicht im Auto machen, wenn du gerade joggst, solltest du vielleicht mal stehen bleiben, wenn du in der Küche gerade bist oder gerade aufräumst und den Podcast unterwegs im Hause hörst, dann bleib mal kurz stehen, schließ mal deine Augen und geh dem Thema Angst mal nach. Und du kannst auch durchaus, wenn du jetzt keine panische Angst hast, das einfach mal nehmen wie eine Befürchtung. Zu sagen, ja, ich habe jetzt Befürchtung, dass mein Job vielleicht nicht mehr so funktioniert oder ich habe Existenzängste oder ich habe keine Ahnung welche Befürchtung. Nimm die einfach mal und dann guck mal, wo du die in deinem Körper spürst. Wo fühlst du diese Befindlichkeit? Wo ist das primäre Gefühl? Vielleicht im Herzen, vielleicht im Brustkorb, der enger wird oder vielleicht im Hals, dass dir den Hals gar zuschnürt. Oder was auch immer. So, und wenn du diese Angst, diese Befürchtung jetzt genau spürst, dann sag ihr mal, und das meine ich im Ernst, am besten laut und deutlich, deswegen solltest du alleine sein, ich sehe dich. Angst, ich sehe dich. Oder Befürchtung, ich sehe dich. Oder Existenzangst, ich sehe dich. Ich kann dich fühlen und ich kann dich sehen. Und jetzt, liebe Existenzangst oder liebe Angst, erlaube ich mir etwas. Denn ich werde dich jetzt gleich mal neben mich stellen. Und dann fasst du dich bitte dort an den Körper, wo du diese Angst, diese Befürchtung spürst und nimmst oder tust so, als würdest du sie einfach neben dich stellen. Wenn du sie zum Beispiel am Hals spürst, dass sie dir den Hals zuschnürt, dann nimmst du sie einfach und stellst sie neben dich, wie eine Person. Und du sagst, ja, ich sehe dich und du stehst jetzt mal für einen kurzen Moment neben mir und du kannst gerne wieder kommen, aber es dauert jetzt erstmal, weil ich möchte jetzt mal ganz kurz ohne meine Angst, ohne meine Befürchtung sein. Und du zwinkerst ihr vielleicht zu und dann spürst du mal, wie du dich fühlst ohne diese Angst, ohne diese Befürchtung. Was verändert sich da? Und du wirst merken, dass du unfassbar frei bist. Und vielleicht kannst du sogar im nächsten Schritt bemerken, dass du plötzlich Verantwortung für etwas Neues übernehmen musst und vielleicht aus dem Grund sogar die Angst an deiner Seite hast. Aber die Angst bleibt immer noch draußen. Du kannst die Angst betrachten und du kannst einfach mal in dem Moment schwelgen, wie es dir jetzt ohne diese Angst, ohne diese Befürchtung, ohne Existenzangst, ohne Verlustangst oder ohne Eifersucht, das ist ja auch eine gewisse Art von Angst, wie es dir da einfach geht und wie schön und wie leicht es ist. Und ich lade dich dann ein bei dieser Visualisierung, wir machen gleich später noch eine ganz andere, noch eine intensivere, aber ich lade dich ein, wenn du Befürchtungen, Ängste hast, dass du diese Idee, die Angst neben dich zu stellen, mal jeden Abend machst, entweder im Bett oder vor dem Bett oder nach dem Zähneputzen oder was auch immer, aber mach es mal, dass du die Angst, die Befürchtung, die Existenzangst, die Eifersucht oder was auch immer neben dich stellst. Es ist ein wahres Wunder, was da passiert. Nämlich, deine Zellen werden neu informiert mit der Idee, ich bin jetzt angstfrei und dadurch gibt es eine Freiheit, vielleicht sogar eine neue Sicherheit oder was auch immer. Also, ich lade dich mal ein, genau das auszuprobieren. Es wirkt wirklich Wunder. Ja, tief durchatmen, du kannst die Augen wieder öffnen. Ich möchte mit dir jetzt mal das Thema Angst aus systemischer Sicht betrachten. Denn da gibt es eine Besonderheit bei dem Thema Angst. In der Systemik sprechen wir von übernommenen Gefühlen. Es ist oft so, dass wir tatsächlich, und das weiß ja die Epigenetik, seit 2012 ist es wissenschaftlich bewiesen, dass wir mit Mutter, Vater, Großvater, Großmutter und vielleicht sogar Urgroßvater, Urgroßmutter deutlich verbunden sind, epigenetisch gesehen. Und da ist es oft bei der Angst genau so, dass wir etwas übernehmen. Wir übernehmen die Angst und den Schrecken für eine andere Person. So, das kommt dir jetzt wahrscheinlich sehr seltsam vor, deswegen mag ich es dir etwas besser erklären. Wie kann man Angst übernehmen? Das ist ja kein Einkaufskorb. Ja, im systemischen Spielfeld, in Anführungszeichen, sind wir geprägt durch Treue, Loyalität und Liebe. Und wir übernehmen für unsere Eltern ja wahrlich viel. Wer meine Podcasts verfolgt, meine Bücher gelesen hat, meine Videos sieht oder auch mich am Tagesseminar oder im Kurs besucht hat, kennt dieses Thema. Ich bin der Meinung, die tollsten Ziele,
Die tollsten Ideen können wir im Leben ausmalen. Wir werden nie dorthin kommen, wenn wir unsere Vergangenheit nicht klären, wenn wir unsere alten Gummibänder mit den inneren alten Verpflichtungen nicht endlich kappen, nicht endlich abschneiden. Nicht die guten Verbindungen, aber die negativen. Und ich kann diese Angst tatsächlich übernehmen, indem ich für jemand anderen diese Angst fühle. Das einfache Beispiel, ich sag mal, die Mutter hatte einen Verkehrsunfall oder einen anderen Unfall und müsste seither eigentlich immer Angst haben, aber ist da kriegerisch nach dem Energiemuster benannt drauf und will das also sehr ignorieren, möchte sich mit der Angst gar nicht befassen und verdrängt diese Angst vollkommen, dann kann es durchaus sein, dass die Tochter diese Angst trägt. Das heißt, entweder die Angst im Verkehr, die Angst vor dem Verkehrsunfall oder welche Dinge auch immer, können tatsächlich übernommen werden. Und das kann man sich so gar nicht vorstellen, aber das erlebe ich andauernd in meiner Praxis, dass Ängste übernommen werden können. Und wenn wir in einem bestimmten Ritual, das wir zum Beispiel im Kurs Du bist der Held in deiner Welt pflegen, die Angst und die Verantwortung für all das an denjenigen zurückgeben, also in dem Fall vielleicht an dem Beispiel von Tochter zu Mutter, dann kommt die Angst zur Mutter und die Angst bei der Tochter geht. Das ist wirklich interessant. Und das ist insofern wichtig, weil es gibt natürlich eine Verhaltenstherapie, die sich um die Angst bemüht. Und dort werden letztendlich dann die Angstthemen angesprochen und es wird ein Verhalten verändert. Aber das Spannende ist, wenn die eine Angst vor etwas vergeht und es wird nur verhaltenstheoretisch bearbeitet, dann kommt sie in der Regel an einer anderen Stelle wieder. Das ist wie in einem Moorteich. Wenn du so eine dicke Blase in einem Moorteich oben drauf drückst, dann wird sie irgendwann woanders wieder rauskommen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, verhaltenstherapeutisch an das Thema Angst gehen oder weniger Sinn. Ich muss da vorsichtig sein in so einem Podcast. Nicht, dass jemand sagt, oh, der Pettenberg sagt wieder Sachen hier. Sondern ich bin der Meinung, wenn die Angst übernommen ist, dann muss sie letztendlich an denjenigen zurückgegeben werden, wie ein Paket. Und es ist schwer zu verstehen oder schwer zu glauben, es ist tatsächlich oft mit einem einzigen Ritual gelöst. Und ich hatte sogar mehrere Angst-, Panik- und Zwangspatienten in meinen Kursen. Und danach, wenn die Zwänge, und das ist wirklich sozusagen die letzte Idee in einem Angstgebilde, wenn die Zwänge weichen, dann müssen sich die Menschen vor Freude überhaupt mal mit der neuen Zeit, die sie plötzlich haben, weil Zwänge nehmen ja viel Zeit ein, erst mal wieder befassen, was sie da alles machen können in dieser Zeit. Aber wir reden jetzt nicht über Zwänge, sondern über das Thema Angst. Und es kann wirklich sehr, sehr schnell vorbei sein. Und gerade wenn die Angst übernommen ist, wenn die Angst systemisch ist, dann kann ich noch so viel in die Liebe gehen wollen, also anstatt Angst, die Liebe, weil ich bin ja eigentlich voll in der Liebe. Das ist ganz abstrus. Ich bin ja in der Liebe, wenn ich für Mutter, für Vater, für Bruder irgendeine Angst übernehme, dann bin ich ja in Liebe und Loyalität verbunden. Und das kann ich nur systemisch klären. Also guck mal, ob jemand in der Familie bei dir ist, der eigentlich vor irgendetwas Angst haben müsste, sie aber nicht hat. Das ist ganz spannend. Oder wer hat viel zu viel Angst in der Familie? Auch das ist durchaus möglich, dass da ein Angstthema in der Familie herrscht. Und man fragt mal, ob es dann deine Angst ist oder ob du diese Angst nicht einfach zurückgeben möchtest. Wäre doch auch eine spannende Idee. Also schau mal, was fällt dir zum Thema Angst in deiner Familie ein? Und wenn du möchtest, kannst du so eine Art Beziehungsnetz malen, dass du dir ein Papier nimmst, du malst dich in die Mitte und malst wie so ein Spinnennetz zu allen verschiedenen Personen und guckst mal, wer da Angst hat. Und vielleicht gibt es da so eine ganz dicke Verbindung dorthin mit ganz viel Liebe und Loyalität. Und wenn dort die Angst zu Hause ist, dann musst du mal gucken, was du da machen kannst, was du da verändern kannst. Ja, das war jetzt mal die systemische Betrachtung, ganz flüchtig, also einfach für einen Podcast sehr kompakt dargestellt. Und ich möchte mit dir
jetzt einfach mal eine wunderbare Visualisierung machen. Dazu ist es aber wirklich wichtig, dass du dir Raum und Zeit nimmst für ein paar Minuten, dass du wirklich alleine bist, denn du musst im Raum stehen, du musst dich bewegen. Du kannst es natürlich auch im Wald machen, das geht natürlich auch, das ist jetzt nicht das Thema, das funktioniert. Aber du solltest in jedem Falle alleine sein, das wäre also ein ganz wichtiger Punkt. Da würde ich dich drum bitten. So, und jetzt die Einladung, dich mal etwas breitbeiniger hinzustellen. Dort, wo du jetzt bist, entweder in einem Zimmer, ist natürlich immer besser als in der Natur, aber also Natur ist immer gut, aber für so eine Übung vielleicht nicht. Weil es geht auch ein bisschen darum, dass du vielleicht einen festen Boden unter den Füßen hast und jetzt da nicht verknacksen kannst. Ja, und dann schließ bitte mal die Augen. Atme mal tief durch. Einfach mal tief durchatmen und weit ausatmen und wahrnehmen, dass die Atmung, dass dein Atem beim Einatmen immer etwas kühler ist als beim Ausatmen. Einfach wahrnehmen. Und jetzt lässt du, wenn du meine Worte hörst, vor deinem inneren Auge eine Wüste auftauchen. Vor deinem inneren Auge taucht jetzt eine Wüste auf. Du kannst sie sehen, du kannst förmlich spüren, wie es heiß ist, wie es trocken ist, wie es ganz hell ist. Und dein Blick schweift hier in dieser Wüste umher. Und wenn dieser Blick umherschweift, kannst du plötzlich erkennen, dass bei dem Blick auf deine Füße etwas ganz anders ist. Nämlich kein Sand unter deinen Füßen, sondern wie durch ein Wunder hast du plötzlich Eisenbahnschienen unter deinen Füßen. Und zwar stehst du mit einem Fuß, mit dem linken Fuß auf dem linken Gleis und mit dem rechten Fuß auf dem rechten Gleis. Und du kannst jetzt spüren, wie du relativ breitbeinig dastehst. Und jetzt, wo du meine Worte hörst, kannst du auch wahrnehmen, dass diese Schienen unter deinen Füßen ganz langsam das Vibrieren beginnen. Ganz langsam, sie vibrieren. Und tatsächlich, es kommt wirklich ein Zug auf dich zu. Und dieser Zug hat all deine Ängste hinten auf den Waggons. Und das sind möglicherweise eine Menge. Das können auch Befürchtungen sein, Existenzängste oder Eifersucht oder was auch immer. Und dieser Zug kommt immer näher auf dich zu. Mit all den Ängsten. Und du kommst jetzt nicht umhin zu sehen, wie viel dieser Zug da drauf hat, wie viele Waggons da hinten dran hängen. Und jetzt nimmst du einen tiefen Atemzug. Der Zug mit all deinen Ängsten und Befürchtungen kommt immer näher, immer näher, immer näher. Und jetzt, tiefer Atemzug, fährt er durch dich hindurch. Und du drehst dich jetzt um. Er fährt durch dich hindurch, du drehst dich um und du siehst den Zug jetzt auf dem Gleis wieder verschwinden. Einfach verschwinden. Er wird jetzt immer kleiner, der Zug wird immer kleiner. Immer kleiner, immer kleiner. Und du nimmst einen tiefen Atemzug. Und du drehst dich wieder um. Und du schaust wieder auf das Gleis, wie du es gerade gesehen hast. Wieder von vorne. Und dieser Zug kommt jetzt wieder, das Gleis vibriert wieder und der Zug kommt wieder mit all deinen Ängsten, aber jetzt passiert etwas ganz Wunderbares, der Zug wird bereits etwas kleiner. Er kommt jetzt schon etwas kleiner auf dich zu, denn ist er jetzt gerade nach dir auch kleiner geworden und jetzt kommt er deshalb vor dir auch kleiner auf dich zu. Er wird immer kleiner. Und jetzt kommt auf dich zu, nimmst einen tiefen Atemzug und er fährt mit all deinen Ängsten wieder durch hindurch. Und du drehst dich wieder um und der Zug ist durch dich hindurch gefahren und er wird jetzt natürlich in der Ferne immer kleiner. Er wird immer kleiner mit all deinen Ängsten. Und du schaust ihm noch weit nach.
immer weiter nach. Und du drehst dich jetzt wieder um nach vorne. Und natürlich kommt dieser Zug jetzt wieder. Der kommt wieder auf dich zu, aber jetzt ist er bereits so klein, wie er gerade in der Ferne war. Und er kann die Gleise gar nicht mehr benutzen, denn er ist jetzt bereits so klein, dass er durch deine Beine hindurchfährt, mit all deinen Ängsten aber ganz klein geworden. Er fährt durch deine Beine hindurch. Mit dem nächsten Atemzug drehst du dich jetzt wieder um und er ist durch deine Beine durchgefahren und wird immer kleiner, immer kleiner. Du nimmst dir wieder Zeit und beobachtest den Zug, der jetzt durchgefahren ist. Und der jetzt ganz klitzeklein wird. Und du drehst dich wieder um, nach vorne. Und jetzt kannst du wahrnehmen, dass du den Zug mit all deinen Ängsten hörst, aber nicht mehr siehst. Aber du hörst, dass er auf dich zukommt. Er kommt auf dich zu. Immer näher. Und jetzt kannst du ihn entdecken. Denn jetzt ist er so klein mit all deinen Ängsten wie eine Ameisenkolonne. Er fährt ganz langsam durch deine Beine hindurch und es ist fast zum Wegwerfen, so klitzeklein. Du kannst herzhaft lachen, wenn du möchtest, weil du musst richtig hingucken mit einer Lupe. Du siehst ihn fast gar nicht mehr mit all deinen klitzeklein gewordenen Ängsten und du drehst dich um und er wird noch kleiner. Und du musst dich wirklich anstrengen, weil er ist extrem klein geworden. Du hast fast keine Chance mehr, ihn zu sehen. Und jetzt atme tief durch und spüre, wie deine Ängste mit diesem Zug in dieser Wüste immer weiter wegfahren. Und du spürst dieses Gefühl, wie es ist, ohne Ängste zu sein, wie es immer leichter wird. Entdecke, was in deinem Körper passiert. Berühre dich bitte dort, wo du spürst, dass es dir leichter wird, dass du freier wirst, dass du angstfrei wirst. Bitte berühre dich dort. Atme tief durch und spüre diese Freiheit. Endlich frei von Angst. Und diese Übung kannst du auch immer wieder machen. Mach dir jetzt bitte Notizen dazu. Ich lade dich ein, wieder Notizen zu machen zu dieser Visualisierung, wie es dir geht, was du erlebt hast und ich lade dich ein, genau diese Visualisierung immer wieder zu machen. Und als letztes möchte ich mit dir, ja, aus Tradition heraus und weil es einfach so verdammt gut funktioniert, noch zum Abschluss ein Stand-Up-Coaching machen. Stand-Up-Coaching zum Thema Angst. Und ich hoffe, du hast meine Podcasts schon etwas häufiger gehört, dann kann ich mit dir etwas schneller durch dieses, ja, fabelhafte Stand-Up-Coaching gehen. Du stellst dir wieder eine Situation vor zum Thema Angst. Was ist das für eine Situation, in der du da gerade bist? Ganz genau. Und wenn du die Situation vielleicht aufschreiben möchtest, dann hilft es dir natürlich noch besser, dir genau diese Situation jetzt auch aufzunotieren mit 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen. Wo bist du da? Wer ist um dich? Was ist das primäre Gefühl? Ja, wie geht es dir da eben, ja, sehr angstbesetzt? Schreib es einfach mal auf. Und dann ist die große Frage als nächstes, die wesentliche Frage, was ist dein Glaube, was glaubst du in diesem Moment über dich? Nicht über die Situation, das ist ganz wichtig, sondern was glaubst du über dich? Was glaubst du über dich? Zum Beispiel, ich schaffe es nicht, ich gehe unter oder ich erstarre oder ich bin gar nicht existent oder ich schaffe es wieder nicht oder ich schaffe es einfach nicht. Ja, also der Glaube. Und jetzt, wenn es auch ein bisschen paradox klingt, aber auch da kannst du jetzt nochmal über dein Angstthema gehen. Wenn du diesen Glauben hast, also ich gehe unter oder ich schaffe es nicht, was ist deine größte Angst, was ist deine größte Befürchtung? Vielleicht kommt daraus, ich bin ohnmächtig, ich lebe nicht, ich erstarre, ich gehe kaputt, ich gehe unter oder ich bin schlecht, ich bin jemand, der es nicht schafft oder was auch immer. Was ist deine größte Angst, deine größte Befürchtung? Auch das kannst du dir alles notieren. Und dann kommt die vierte und wichtigste Frage im ersten Teil in der Selbstwahrnehmung, die vierte Frage, was tust du dann, wenn du diese Angst inne hast?
Wie verhältst du dich? Was tust du, wenn du diese Angst innehast? Und da kann es wirklich sein, manchmal wiederholt sich es auch, ich erstarre, ich mache nichts mehr oder ich weine oder ich bin einsam, ich bin alleine oder was auch immer. Ja? Also wie verhältst du dich dann? Wobei ich bin alleine, ist ja eher ein Gefühl, also wäre eher die Tätigkeit wichtig. Ich erstarre oder ich laufe weg oder was auch immer etc. Und dann ist die große Frage, woher kennst du dieses Gefühl oder diese Situation aus deiner Kindheit? Da taucht auch etwas auf. Und gerade bei dem Thema Angst taucht in der Regel sehr schnell etwas auf, dass die Eltern nicht zu Hause waren oder dass es nachts gedonnert hat und du warst alleine oder die Oma hat dich alleine gelassen, deine Eltern waren nicht da oder was auch immer, verschiedene Situationen. Und jetzt ist ganz wichtig, was hättest du dir da gewünscht? Was wäre das Wesentliche gewesen? Was wäre das für dich wichtig gewesen? Zum Beispiel Liebe oder Streicheleinheiten, Handhalten oder vielleicht mit im Bettchen sein oder im Bettchen gemeinsam Gefühl berührt bei den Eltern oder was auch immer, wie geartet. Und das arbeitest du jetzt heraus und du wirst es dir jetzt gleich selbst geben, denn jetzt taucht neben dir das kleine Mädchen, der kleine Junge aus deiner Kindheit auf. Neben dir taucht jetzt das kleine Mädchen, der kleine Junge aus deiner Kindheit auf. Atme tief durch und du begrüßt dich mit deinem Namen. Also ich würde jetzt sagen, hallo, lieber kleiner Uwe, sage ich übrigens oft, ich arbeite oft mit Stand-Up-Coaching, und es hilft mir maßgeblich. Also hallo, liebes kleine Mädchen, hallo, lieber kleine Junge. Schön, dass du da bist. Ich hätte dich fast vergessen. Dabei bist du doch das Wichtigste, was ich in meinem Leben habe. Der beste Freund, die beste Freundin. Und wahrscheinlich die größte Liebe. Vor dir kommt nichts. Du bist das Wichtigste, was ich habe. Und bei mir, und jetzt setzt du all das ein, was du dir gewünscht hättest, bei mir darfst du natürlich Angst haben, aber ich bin für dich da. Ich streichle dich und du kannst dich selber, vielleicht schaffst du das vom Gefühl her, du kannst aber auch üben, es geht vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, selber in den Arm nehmen. Vielleicht möchtest du ein Kissen nehmen, wo du dich selber herandrückst und sagst, bei mir bist du ganz nah und wenn du Angst hast, dann halte ich dich von ganzem Herzen. Und bei mir darfst du alles haben. Du darfst ängstlich sein, du darfst traurig sein. Ich bin jetzt für dich da, denn ich bin erwachsen. Und ich kann auf dich, kleines Mädchen, kleiner Junge, aufpassen. Und ich gebe dir alles, was du brauchst. Eine Hand, eine Zärtlichkeit, eine Umarmung, dass du einfach in die Liebe kommst und keine Angst haben musst. Ich bin für dich da, für immer, ab heute, für immer. Denn wir sind ab heute ein Team. Ich liebe dich über alles und wir sind heute ein Team. Und ich wachse an dir und du wächst an mir. Und ich werde auf dich hören, du kleines Mädchen, du kleiner Junge. Denn ich liebe dich sehr. Und ab heute sind wir ein Team. Und du merkst, wenn ich diese Worte sage, dann wird es dir sicherlich warm ums Herz. Und dann geh mit diesem Gefühl, berühre dich dort am Körper, wo du dieses Gefühl am deutlichsten spürst. Und dann gehst du mit diesem Gefühl wieder in die Ausgangssituation zurück, in die Angstsituation und du wirst merken, da verändert sich ganz schön viel. Plötzlich bist du nicht mehr alleine und dadurch reduziert sich deine Angst extrem. Also wünsche ich dir von Herzen, dass du diese Begegnung mit dir selbst wahrnimmst und bitte, bitte, bitte führe dieses Stand-Up-Coaching nicht nur zum Thema Angst, sondern immer wieder durch. Es ist wirklich ein Quantensprung. Ich bin jetzt wieder im Mentoring gewesen mit meinen 8 Teilnehmern und es war so intensiv und da machen wir immer wieder auch das Thema Stand-Up-Coaching, wenn etwas nicht weitergeht oder auch als Basis, als Einstieg etc. Und es ist so wesentlich, auf Dauer bringt dich das wirklich weiter. Das ist für mich grandios und ist auch beschrieben in dem Buch, was dich berührt, ist ein Teil von dir, wenn du das noch nicht hast. Lohnt sich vielleicht, das mal zu bekommen. Ja, ich wünsche dir ganz viel Liebe und weit, weit weg von Angst. Das ist mir ganz wichtig für dich, weil wir brauchen Menschen in Liebe und keine Menschen, die sich zurückhalten. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du in deine Liebe weit weg von der Angst kommst. Ja,
Nächste Woche Podcast Nummer 72, Entscheidungen treffen, aber richtig, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt habe ich noch ein Geschenk für dich. Wenn du möchtest, dann geh bitte auf die Homepage www.pettenberg.de/audiobuch und da kommst du direkt auf die Homepage für mein Audiobuch. Und dort gibt es wunderbare Schlüsselcoachings und Trichtercoachings, natürlich auch zum Thema Angst, ähnlich wie hier in diesem Podcast. Und das ist ganz, ganz intensives Coaching. Dort sind 12 Visualisierungen, die dich auch auf mein Tageseminar, auch auf den Kurs Du bist der Held deiner Welt vorbereiten. Und vielleicht möchtest du mit mir ins Mentoring starten am 11. Oktober. Auch das ist eine tolle Sache. Aber in jedem Falle wäre für dich der 12. Oktober das Tageseminar wesentlich. Dort wirst du einen Quantensprung mit mir machen. Wir sehen uns 8 oder 9 Stunden lang und da gebe ich alles an dem Tag, weil ich da so einen Spaß habe. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also 12. Oktober in Frankfurt und wenn du da keine Zeit hast, dann komm im November am 16. nach Nürnberg oder am 23. November nach Stuttgart oder am 30. November nach München. Ich freue mich riesig auf dich. Komm in deine Kraft und in deine Liebe. Du bist das Wichtigste, was du auf dieser Erde hast. Du bist der Held oder die Heldin in deiner Welt. Danke für deine Zeit, danke für deine Liebe, danke für dein Interesse an meinem Podcast und einfach danke für dich. Bis kommende Woche. Ich freue mich auf dich.